Ich grüße euch und heute ist mir so ein bisschen traurig zumute, weil meine, wenn ich so zum Fenster rausgucke, ja, es regnet, der Himmel hat alle Schleusen geöffnet und das Wasser fällt nur so runter. Ach, das gießt wie aus Eimern und apropos Eimer, hier müsst ihr euch mal meinen virtuellen Leak-Eimer vorstellen. Der ist blau, kommt da blaues Wasser runter, warum? Da oben im Siliziumhimmel, da bei Intel, da weint man. Warum weint man? Arctic Sound. Was ist Arctic Sound? Erkläre ich euch kurz. 2020. Intel Xe, wir decken jetzt ab alles. Vom ultra dünnen Ultrabook, deswegen heißt es ja so, über dedizierte Grafik, meinetwegen fürs Notebook oder auch für den PCI Express Slot. Also richtige fette Grafikkarte bis hin zur Workstation und richtigen Servern, also den Supercomputern, machen wir alles platt, kommt jetzt Xe. Hat man ja von AMD den Raja Koduri so ein bisschen eingeschnauft. AMD hat gesagt, könnt ihr behalten, gut, dass er weg ist. Was dabei rausgekommen ist, das sehen wir heute. Na, nicht nur heute, aber eben auch. Und heute kommt die Stunde der Wahrheit. Was ist mit Arctic Sound passiert? Arctic Sound war großartig angekündigt. Unser Freund, hier steht er, hat also einen fetten Wummi ins Bild gehalten und waren ganz stolz wie Bolle. Wir haben jetzt diesen ultimativen Super-GPU-Chip. Das ist also fürs High-Performance-Computing und haben wir entweder den Teil, also Kachel, mit einem, oder wir können das mit zwei Kacheln machen oder bis zu vier Kacheln können wir da reinstecken. Und eine so eine Kachel hat immerhin 512 Ausführungseinheiten, Execution Units oder EU, wie auch immer man das abkürzen mag. Ein kleiner Unterschied zwischen dem, was wir von DG2 kennen, also unseren kleinen Consumer-Karten, die haben 128 Execution Units pro Teil, also pro Kachel. Hier sind es 512. Also hat man es zumindest geplant. Ja, was dabei rausgekommen ist, das zeige ich euch heute. Das hat er uns gezeigt und jetzt sind die ersten zwei Karten in so einer kleinen internen Folie aufgetaucht. Die konnte ich mir so an meinen magnetischen Fingern kleben bleiben lassen. Die habe ich mir dann so rübergezogen und dann haben wir das ein oder andere Mal rausgezogen. Das Problem ist, mache eine kleine Vorbemerkung, auch um meine Quellen zu schützen. Die Bilder sind so ein bisschen die Briefmarkengröße. Ne? Das ist ja nicht die Königin Elisabeth drauf, sondern Arctic Sound. Das sind zwei Karten. Jetzt habe ich mir die Bilder genommen und da ich euch ja jetzt nicht diese Pixelgrütze hinschmeißen möchte, in meine Workstation angeschmissen, da ist eine A6000 drin, die kann das relativ gut. AI Upscaling und dann Denoising und so ein bisschen noch schärfen können wir auch noch. Also schön alles über die AI und dann zeige ich euch heute mal die zwei kleinen Bilder. Ein bisschen schön in groß und das sieht sogar relativ gut aus. Dazu habe ich noch ein Bild von so einer Karte eingebaut in einem Computer. Die ist auch, so ein bisschen confidential, aber was ist heutzutage noch confidential? Ich meine, ich stehe nicht unter NDE, also kann ich es bringen und da ich keine Samples kriege, ist mir es auch egal. Dann kann man sowas ja auch mal machen. Das mal ganz kurz zu dem Thema. Also die Quellen muss ich schon schützen, deswegen habe ich auch nicht die originalen Tabellen rumkopiert. Man weiß ja nie, welche kleinen Tricks da verwendet werden, um das Ganze so ein bisschen zu spezifizieren, damit man gucken, welchen Weg zum Beispiel so eine, ich sage jetzt mal, Information nimmt. Deswegen gibt es hier nur verbale Daten. Macht aber nichts. So, was ist jetzt an dieser Geschichte hier neu? Vergleiche ich mal mein Arctic Sound, das ist so dieser Zwischenschritt. Wir haben ja noch 10 Nanometer, das ist so die Vorstufe zu Ponte Vecchio. Das ist also quasi dann der Nachfolger. Da haben wir ja sogar noch einen 3D-Stack, da kriegt man noch mehr zusammen, bis zu 16 Teils. Also diese Kacheln kann man da zusammenquetschen auf zwei Ebenen, wenn man es denn braucht, also 2x8. Hier bei Arctic Sound sind es maximal 4 Kacheln, das habe ich ja schon erklärt. So, jetzt ist das Problem, es wurde ja im Vorfeld viel kolportiert über Leistungsaufnahme und dieses und jenes und mit einer so einer Kachel 75 Watt und ach man, das könnte ja bis hoch gehen, bis 500 Watt und die großen müssen wir dann mit 48 Volt versorgen, also 4x12. Alles Käse, sieht komplett anders aus, zeige ich euch aber noch gleich. So, fangen wir an mit Arctic Sound. Was ist interessant? HBM2E. Das ist Gesetz, kann ich auch bestätigen. Haben wir in der kleinen Karte mit dem einen Teil, also einer Kachel, 16 GB HBM2E. Samsung ist da schon fleißig am Stempeln. Das ist also schon Massenproduktion. Die gibt's. Volumenproduktion. So. Die große Karte mit den zwei Teils hat dann demzufolge 32 GB. Erkläre ich aber gleich noch. Was jetzt interessant ist,
Schauen wir uns mal die Karte mit dem einen Teil an. Da hat Intel es geschafft, wirklich so eine Single-Slot-Geschichte hinzubringen. Das ist also ganz normal. Das klassische Single-Slot-Design SW. Und eine volle Einbauhöhe haben wir auch noch. FH, Full Height. So, das Lustige ist, die Nomenklatur ist ja interessant mit diesem einen Teil. 512 Execution Units haben wir hier drin. Die Consumer-Karten haben halt 128. Hier ist es das Vierfache auf einer so einer Kachel. Das ist ja schon ein ganz schöner Willi. Wenn ich jetzt überlege, ich mache dann bis zu vier solcher Kacheln, da konnte ich meinen Tisch ja schon fast mit Silizium belegen. Also das ist ein richtig schöner, großer Klops. So, aber das mit den 128 EUs gilt natürlich nur für die Consumer-Karten. Hier haben wir so eine richtige Arbeiterkarte und die hat angeblich 512 oder sagen wir mal mit bis zu. Riesiges Viech. Jetzt gucken wir uns mal diese 1T-Karte an, also die mit der einen Kachel. Jetzt hat Intel hier aber nur 384 Execution Units aktiviert anstelle der 512. Also quasi drei Consumer-Tiles zusammengepappt hier drin. Das Ganze macht 3072 Shader aus. Mehr nicht. Insgesamt sagt man, naja, diese Karte ist mit 16 GB HBM2E bestückt, das hatte ich ja auch schon gesagt, und sie hat eine Bandbreite von 716 GB pro Sekunde damit und sie hat eine TDP von 150 Watt. 150 Watt ist also das, was normalerweise zwei Consumer Tiles ja, prognostiziert bekommen haben. Es liegt also ein ganzes Stück drunter, sonst wären es ja 225 Watt, wenn man es hochrechnen würde. Und das sagt allerdings auch, dass wir hier A, unter Umständen vielleicht ein thermisches Problem hatten, B, vielleicht auch die Ausbeute, also die Yield Rate nicht so hoch ist. Also hat man sich für etwas weniger Takt und 384 EUs entschieden. So einfach ist das. Die Karte ist also kein Vollausbau. Man hat sie quasi etwas Schaum gebremst. Da gibt es natürlich noch die große Karte. Ja, guckt euch die mal an. Wer sich übrigens wundert, dass hier unten die PCI Express-Anschlüsse fehlen, die hat man im Renderbild weggelassen, auch wenn es schon so eine kleine Briefmarke war. Egal, ich habe es jetzt nicht dazu montiert. Ich habe es einfach nur hochskaliert. Zusammen mit der kleinen Karte gibt es aber eine Gemeinsamkeit, deswegen habe ich es jetzt mal kurz erwähnt, unten auch mit dem PCI Express Anschluss. Das ist als Schnittstelle für die Kommunikation mit der CPU gedacht, natürlich mit anderen Arctic Sound Karten. Das heißt, wir haben oben keine Konnektoren, sondern die müssen da über den PCI Express Bus miteinander kommunizieren. Und dann haben wir natürlich noch Arctic Sound Nodes. Videoausgänge gibt es keine. Man wird sie also nie mit einem Bildschirm zusammen so betreiben können. Dafür ist er halt auch nicht gedacht. Naja, und dieser Feuerausbau im Dual-Slot-Design hat eine kleine Besonderheit, weil Intel schreibt, der hat 480 mal 2 Execution Units. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, hat man jetzt einen fetten Chip gemacht mit zwei Teils drin, so wie es geplant war? Oder aber hat man quasi ein Dual-Chip-Design gemacht, weil diese 480 mal 2 Execution Units klingt schon ein bisschen komisch, also man hätte ja rein theoretisch auch 960 reinschreiben können, hat man aber nicht. Also man hat hier auch in der Dokumentation großen Wert darauf gelegt, das miteinander zu trennen. Ist jetzt natürlich die Frage, sind es jetzt 32 GB RAM oder hat man 2x16, wenn man wirklich korrekt sein möchte? Ich weiß es nicht. Insgesamt sind es aber wieder nicht 512 EUs pro Teil, also pro Kachel, sondern eben nur 480. Ist ein bisschen mehr als bei der kleinen Karte, aber es ist immer noch nicht der Vollausbau. Und es gibt keine Hinweise auf größere Karten, also sprich auf eine 1T-Karte mit einem 512 Maximalausbau und auch gar nicht auf eine 3- oder 4-Kachel-Karte. Es gibt nur zwei, zumindest aktuell und offiziell. Hier in dieser Dokumentation lässt sich natürlich wirklich dann die Frage in den Raum stellen, wo liegt das Problem? Haben wir es nicht auf der Reihe gekriegt? Kriegt man die Chips nicht gebacken? Sind die 10 Nanometer immer noch zu grob? Oder was ist ja eigentlich passiert? Kann man es da nicht mehr wegkühlen? Ich weiß es nicht. Also lieber ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Takt anstelle schon gar keinen Takt mehr und das Ding säuft sich zum Krüppel. Gute Frage.
Das mal ganz kurz dazu. Wenn ich jetzt also diese doppelte Karte habe mit ihren 2x480, also sprich 960 EUs, was haben wir dann unterm Strich? Na, 2x3840 Shader, was in der Summe natürlich 7086, nicht Shader, sondern Execution Units, ne, Shader macht. Ich bin schon ganz mischuck, ich kann schon gar nicht mehr rechnen. Das heißt, also wir haben hier insgesamt schon eine relativ große Karte mit einer DTP von 300 Watt. Immerhin 300 Watt. Mit dieser Anzahl von Shadern lässt aber auch darauf schließen, dass wir wahrscheinlich einen relativ niedrigen Takt haben. Der wurde übrigens nirgendwo spezifiziert. Wäre hoch genug, hätte man es schon irgendwie, ich sage jetzt mal medientechnisch, rausgeprügelt. 300 Watt, genauso viel wie eine RTX A6000 braucht. Und, ja, ihr seht es ja schon im Hintergrund, das tolle Bild, ist es auch ein EPS-Stecker dran. Also ganz normaler 8-Pin, 4x Plus, 4x Masse, macht 300 Watt laut Specs, sollte also doch durchaus locker reichen. Was interessant ist, die Karte steckt hier nicht direkt auf einem Motherboard, sondern die steckt in einem speziellen PCI Express Slot. Habe ich verschiedene Käfige gesehen. Also da gibt es welche mit einem, welche auch, da waren zwei Karten drin. Das kann man, gibt vielleicht auch welche mit drei. Das kann man dann halten, wahrscheinlich wie ein Dachdecker. Oder es hängt natürlich auch von der Einbaugröße ab, wie groß so ein Rack ist, wo man es reinschieben möchte oder muss. Das haben wir dahingestellt. Da gibt es keine genaueren Informationen. Tja, sind wir schon wieder durch. Welches Fazit können wir ziehen? Arctic Sound ist höchstwahrscheinlich tot. Ponte Vecchio, habe ich noch ein bisschen was darlegen, auch so in meinem kleinen Giftschrank bis hin zur Kühlung. Sieht aber auch nicht wirklich gut aus. Ich meine, wenn man sowas auf den Markt bringen möchte, man möchte vor allem ja Geld damit verdienen, dann muss man auch Design-Wins bekommen. Und wenn man die alle verliert, dann ist es nicht besonders schön. Und da gibt es das eine oder andere Labor, was das mal gekauft hat, angedacht hat, so als Kunde und damit rumexperimentiert hat und mittlerweile wahrscheinlich sich dagegen entschieden hat. Das werde ich noch verifizieren, da kann man das vielleicht auch mal bringen. Da möchte ich aber keine Gerüchte in die Welt setzen. Es wird einiges gemunkelt, aber da möchte ich noch mal nachhaken. Tja, was haben wir jetzt im Prinzip unterm Strich gemacht? So, was können wir als Fazit ziehen unterm Strich? Ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Arctic Sound, wir haben hier zwei kleine Vertreter, die sicher auch funktionieren werden, die man noch unter das Volk schmeißt, aber große Bäume wird man damit nicht ausreißen können. Also das ATS ist höchstwahrscheinlich schon tot, bevor es überhaupt groß auf den Markt gekommen ist. Es ist traurig, aber letztendlich, wenn man sich hier mal die ganzen Umstände anschaut, dann auch die beschränkten EUs, den Ausbau und wie viele Karten es überhaupt davon gibt, also Varianten, dann wird das mal nichts. Das heißt, das, was hier runtertropft, sind nicht die Tropfen vom Leak, das sind auch jede Menge Tränen aus Richtung Xe-Entwicklung, wie auch immer. Wir können nur hoffen, Ponte Vecchio und was danach kommt. Lassen wir uns überraschen. Ich meine, Raja ist ja doch schon ein bisschen zum Erfolg verdammt, weil ich meine, ja, Sapphire Rapid, wenn das auch noch schief geht, naja, dann ist die Frage, wird er gegangen oder nimmt er schnell vorher sein Köfferchen und geht woanders hin? Und ein Kollege meinte, naja, er kann ja immer noch zu Nokia gehen. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal, was die Woche noch so bringt. Ich habe noch das eine oder andere hier im Test. Tschüss.